Herzlich willkommen auf der SPS 2019 hier in Nürnberg. Ich stehe hier zusammen mit Beate Freier, Geschäftsführerin von Machineering. Die virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling sind in aller Munde. Sie haben dieses Jahr mit dem Consulting-Ansatz was Neues im Gepäck. Warum war diese Herangehensweise notwendig? Vielen Unternehmen fällt es nach wie vor schwer, die Vorteile einer virtuellen Inbetriebnahme zu sehen. Durch genaueres Hinsehen aber wird schnell klar, dass enorme Potenziale brach liegen. Und wir sprechen da teilweise von bis zu 2 Millionen Euro im Jahr. Das liegt einfach daran, dass viele Unternehmen gar nicht wissen, wo die Potenziale liegen. Wir konnten in der Vergangenheit einige Consulting-Projekte durchführen, bei Kunden unterschiedlicher Branchen und Unternehmensgrößen und kamen zu einem vergleichbaren Ergebnis. Unsere Analyse hat ergeben, dass die Produktivität der Mitarbeiter als größter Faktor, gefolgt von den Qualitätskosten und von der Liefertermintreue, die größten Potenziale ausgemacht haben. Wir haben einen Case Study vorbereitet und anhand dessen sieht man recht deutlich, dass knapp 60% der Einsparungspotenziale auf die Mitarbeiterproduktivität entfallen, knapp 20% auf die Reduzierung der Qualitätskosten und 10% auf die Terminliefertreue entfallen. Auch das Unternehmensklima wird positiv beeinflusst, denn dadurch, dass die Mitarbeiter weniger Abstimmungsaufwendungen haben oder Troubleshooting, können sie sich mehr auf ihre eigentlichen Tätigkeiten konzentrieren. Und das heißt natürlich auch eine größere Mitarbeiterzufriedenheit. Welche Hebel führen denn zu der Einsparung? In erster Linie resultieren die Hebel aus dem umfangreichen Tool Industrial Physics. Und davon abgeleitet gibt es natürlich jede Menge Potenziale. Zum einen natürlich, dass ein paralleles Engineering möglich ist. Der Ingenieur kann im Vorfeld Maschinenkonzepte und Maschinenverhalten evaluieren und mechatronisch absichern. Das führt wiederum zu weniger Fehlern an der realen Maschine in der Inbetriebnahme und letztendlich aber auch zu Kundenreklamationen, was die Qualitätskosten wieder reduziert. Dann haben wir auch den Digital Twin, also das Simulationsmodell, das die Kommunikation zwischen den einzelnen Bereichen in der Entwicklung stark verbessert und letztendlich Abstimmungsaufwände reduziert. Wenn solche Potenziale in den Unternehmen brach liegen, warum scheuen dann so viele Unternehmen noch den Schritt hin zum digitalen Zwilling und zur virtuellen Inbetriebnahme? Häufig liegt es an der Angst vor Investitionen. Aber an dem Beispiel wird ganz deutlich klar, dass diese Angst unnötig ist. Wir sprechen hier von jährlichen Kosten von knapp 700.000 Euro. Klingt enorm viel, aber da ist inbegriffen sämtliche Personalkosten, Hardwarekosten, Softwarekosten und natürlich auch der Aufwand für die Schulungen. Demgegenüber stehen die Rückflüsse aus den Potenzialen von knapp 2,5 Millionen Euro. Wenn man das Ganze gegenrechnet, bleiben immer noch 1,7 Millionen Potenziale übrig. Und ich finde, das ist ein stattliches Ergebnis. Sehr vielen Dank, das war sehr interessant. Dann bleibt mir nichts weiter, als Ihnen noch eine erfolgreiche Messe zu wünschen.